Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Rika aus Ulis Bastelstübchen. Ich bin unabhängig der Abdemonstratorin und möchte mit euch gerne wieder basteln. Und zwar diese schöne Box. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, ist das eine mit einem kleinen, ne? Geht sie nicht auf natürlich, so mit einem kleinen Patentdeckel. So werden die geöffnet. Und auch wieder verschlossen. Mit einem Magneten, ist klar. Und diese auch hier. Da befindet sich, bei dem befindet sich zum Beispiel Knoblauchsalz. Das habe ich von der Onstage-Veranstaltung noch aus dem April. Habe ich schon benutzt. Super lecker. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir es geschenkt hat. Aber falls du das Video siehst, super Idee. Total toll. Und bei dem hier passt eben halt auch, ihr kennt ja die kleinen Verpackungen, die man immer, Marmeladengläser, die man bekommen kann. Das ist jetzt süße Versuchung. Aus der Küche von, ne, selbstgemachte Sauerkirschmarmelade, habe ich noch nicht angefangen, aber werde ich auch noch aufessen. Ich finde nur, das ist zu schade, das irgendwie kaputt zu machen. Okay, die kleinen Dinger passen gut in dieser kleinen Box eben halt rein, absolut. Und die große ist eben halt doppelt so groß und da habe ich noch nichts reingefüllt, aber wie gesagt, das ist die Box mit dem Flügeldeckel. Ich denke mal, so werde ich sie nennen. Und das sind immer drei Variationen. Und die kleinere mache ich mit euch. Ich werde allerdings für die große, es ist das, die doppelte Menge. Die große ist einfach, da braucht ihr auch ein 12x12-Inch Papier. Das braucht ihr dafür. Und wir basteln heute die kleine. Ich werde aber beide Maße auf meiner Homepage veröffentlichen. So. Ihr braucht als erstes Papier. Und da habe ich mir schon was zurechtgeschnitten. Falzen tue ich das mit euch zusammen. Und zwar benötigt ihr ein Stück in den Maßen 15x15 cm und das wird gefalzt bei 5 cm. Dann schieben wir das rüber auf 10. Dann drehen wir das Ganze um 90 Grad, legen wieder bei 5 cm an. Und schieben das dann wieder rüber auf 10 cm. So. Das haben wir schon mal gefalzt. Das lege ich jetzt beiseite. Dann habe ich zwei Stückchen von 10x10 cm. Und wir falzen das einfach bei der Hälfte, nämlich bei 5 cm. Drehen das um 90 Grad und falzen wieder bei 5 cm. Das andere Stück wird genauso gefalzt. 5 cm einmal drehen und bei 5 cm. Und jetzt wird Folgendes gemacht. Jetzt haben wir ein Kreuz in der Mitte. Jetzt werden wir von dem hier, von dieser Falzlinie, rüber zu dem einmal falzen. Das heißt, wir legen das so an, dass jeweils die Linien hier in der Mitte in der Rille hier enden. Hier in der Rille enden, legen das an und falzen kräftig einmal. Dann dreht ihr das, dass da, wo ihr gefalzt habt, hier vorne, so sieht das dann aus, geht das da jetzt wieder zurück. So, richtig anlegen da oben. Und das macht ihr bei dem anderen auch. Ich zeige euch das nochmal. Einmal von dieser Seite hier habe ich von dieser Falz legen wir an, rüber, wo diese Falz endet. Da falzen wir an. Und dann legen wir es wieder genau andersrum an. Das in der Mitte. Und das andere endet da. So liegt das an. Und einmal falzen. Das war es dann auch schon. Wir können das erstmal beiseite legen. Habe ich das jetzt richtig gefalzt? Ja. So, jetzt falzen wir einmal alle Falzlinien nach. Am besten beide Seiten einmal falzen, weil wir die nachher nämlich auch knicken müssen. So. Ich falze die einfach mit den Händen nach. Ihr könnt auch gerne Falzbein nehmen. Das ist egal. Und dieses auch einmal.
Dann nehme ich jetzt immer ein Falzband. Das schneiden wir zurecht, wie eine Box immer ist. Ihr könnt jedes Maß nehmen. Ihr müsst nur darauf achten, dass das durch drei teilbar ist. Also 17 wäre jetzt schlecht, sag ich mal. No, ihr könnt dann 6 nehmen zum Beispiel oder keine Ahnung. 8 durch 3 geht auch schlecht. Aber wie gesagt, es müssen immer 9 Kästchen gleich groß sein. Jetzt machen wir Folgendes. Wir schneiden das einmal hier an der Seiten. Einmal hier ab. Da machen wir uns schon mal einmal unsere Klebelasche einmal kleiner. Einfach von der Falz zu der Falz rüberschneiden. So. Also große Klebelaschen brauchen wir nicht. So, die können erstmal zur Seite. Jetzt schneiden wir das, da wo wir abgeschnitten haben hier, schneiden wir das bis zur ersten Falz ein. Ganz normal, als wenn ihr, wie ihr immer, eine Box zusammenbaut. So. So, jetzt nehme ich wieder meinen Fastfuse, weil das wird jetzt wieder ganz normal zusammengebaut, wie man das bei einer Box immer kennt. So. Wo ist er denn da? Also ein doppelseitiges Klebeband oder Fastfuse ist immer am besten. Na? Wie gesagt, Tombow könnt ihr natürlich auch nehmen. Ja, erstmal ein bisschen eigenwillig mein Tombow. Wahrscheinlich wieder so eine Montagsproduktion bekommen. So, und jetzt klebe ich das ganz normal, wie man eine Box eben halt zusammenbaut. Das heißt, unser Grundgestell ist vom Prinzip fertig. Hier habe ich ein bisschen übergemacht, das macht nichts. Das geben wir jetzt einfach mal ein bisschen hier. Schneiden wir uns das mal wieder gerade weg. So. Hier ist auch ein bisschen, habe ich wahrscheinlich falsch geklebt, falsch gefalzt. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Kann man eben einmal berichtigen. Dann passt das nachher besser. Das legen wir beiseite. Jetzt kleben wir eine Seite zu. Ich nehme jetzt diese hier. Mache ich auch wieder mit Fastfuse, damit es auch wirklich hält. So, wir haben ja hier mit den beiden Dreiecken und eine Seite kleben wir zu. Dann schneiden wir die beiden Laschen, die nicht geknickt sind, die schneiden wir einmal bis zur Mitte ein. Und jetzt legen wir uns das, welche Seite besser passt, einmal hier rüber, dass so ein Dreieck entsteht. Das heißt, ich mache hier jetzt wieder Fastfuse. Also ich würde nie nehmen Fastfuse oder doppelseitiges Klebeband. Es hält wirklich Bombe, weil ihr ärgert euch, weil das ein bisschen nachher auf Spannung steht, wenn das nicht richtig schön geworden ist. Und das immer wieder aufgeht. So, das heißt, ich klebe das jetzt drüber hier. So. Jetzt habe ich vom Grundprinzip schon die Box fertig. Das heißt, die wird nachher hier unten angeklickt. Na, Moment. So natürlich. Und das heißt, ich werde sie jetzt hier unten ankleben. Und dann kann man die so schon mal öffnen. So, bei dem anderen müssen wir natürlich das Gegenstück machen. Das heißt, auch hier wieder gucken, welche Seite wir nehmen. Wir schneiden das erstmal ein.
Müsst ihr eben ein bisschen sonst gucken, weil wie gesagt. So, jetzt schneiden wir das ein. So. Und jetzt gucke ich mal. Ich nehme das jetzt mal einfach so, um zu gucken, ob das okay ist. Nein. Die muss das dann sein, die Seite. Einen Moment. Das ist immer so ein Stück, ihr müsst gucken. Also die beiden, die gerade sind, die müssen nebeneinander sein. Und die beiden, die geknickt sind. Ja. Die müssen im Endeffekt auch nebeneinander sein. Das zeige ich euch gleich mal. Also als erstes kleben wir das jetzt so zu. War das jetzt richtig? Den zu, genau. Das heißt, ich mache hier jetzt wieder Fasius drauf. So, ich klebe da jetzt ja Fasius drauf. So. Und jetzt muss ich gucken, welches ich anklebe. Also das kommt so da drauf. So. Und das andere muss ich entgegengesetzt. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken. So. Das ist richtig. Das heißt, diese Seite muss ich jetzt nach innen klappen. Weil sonst versieht ihr euch. Macht es wirklich so, weil sonst ist es ärgerlich. Ich habe es damals auch schon ein paar Mal falsch gemacht. Es ist ärgerlich, wenn ihr das dann nochmal neu machen müsst. So, die klappe ich jetzt um. Einmal schön rein. So. So. Und das heißt, die beiden kann ich jetzt ansetzen. Das heißt, ich mache das eine so rum. Und das andere so rum. Jetzt klebe ich das alles hier. Na. Alles an der Unterseite an. Weil das muss ja noch beweglich sein. Das heißt, ich nehme mir das jetzt, schiebe mir das jetzt komplett einmal so, wie ich es gerne haben will, dass es richtig schön sitzt. Und dann klebe ich mir das Unterteil ab. So. Jetzt kommt die andere Seite, auch wieder das Unterteil natürlich. Ganz klar. So, das heißt, jetzt nehme ich die andere Seite. So, mal gucken. Vorsichtig, richtig schön ran und dann erst kleben. So. Und so habt ihr euer Grundgestell schon mal fertig. Ihr könnt das jetzt noch mit Designerpapier verzieren, ihr könnt das aber auch so lassen. Wie gesagt, das kann man zwischendurch dann noch in Form bringen. So, das ist jetzt euer Grundgestell. So sieht es aus. Jetzt geht das ja immer noch auf, deswegen brauchen wir Magnete. Ich nehme immer meistens jedenfalls die selbstklebenden Magnete. Ich habe eine Schachtel hier, da habe ich immer meine Magnete drin oder meine Magnetbänder. Wenn ihr Magnete braucht, meine Lieben, Ich gebe sie euch gerne natürlich. Und die sind immer so in, also das sind jetzt glaube ich 8 mm. Ich meine 8, bin mir jetzt aber nicht sicher. Schaue ich mal eben. Ja, 8 mm selbstklebende. Und die verkaufe ich euch dann, also ein paar Preise sind 50 Cent. Und da sind immer 20 Stück, also 10 Paar drin. Wenn ihr welche braucht, weil ich kaufe hier meinen Großhandel immer zu mehrere Stück, das heißt, umso teurer werden die natürlich sonst. Und dementsprechend, also ich komme mit selbstklebenden super an. So, meine Lieben, was braucht ihr? Ihr müsst als erstes
Magneten ankleben, weil das wird nämlich so folgendermaßen gemacht. Und zwar klebt da drunter einer. Da. Und hier drunter. Ich mache es jetzt immer unter Designerpapier, ganz klar. Das finde ich am besten. Jetzt muss ich mal eben gucken, welches Designerpapier ich nehme. Kann man das hier nehmen? Was ich schon hatte? Ich glaube nicht, ne? Sieht mir nicht nach Jeansblau aus. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich mein... Egal. Doch, das geht auch. Sehr schön. Dann nehme ich das hier. Und zwar brauchen wir jetzt Streifen. Und zwar 5 cm lang. Also breit. So. Und wir schneiden uns dann so kleine Quadrate. Jeweils 5 mal 5 cm. So, 4 Stück brauchen wir. Das kann erstmal beiseite. 2 davon schneiden wir uns diagonal. Das heißt, wir legen eine Spitze in die Rille hier vorne und die andere Spitze auch. Und schon kann man sehr gut. Na, so. Schneiden. Dann habt ihr die auch richtig schön. Ihr könnt sie natürlich auch per Hand durchschneiden, wenn ihr das Augenmaß dafür habt, ist das sehr gut. Aber ich finde, so bleibt das, ist der Schnitt auch schön sauber. Die anderen beiden bleiben so, wie sie sind. Huch. So. Das können wir jetzt wieder beiseite packen. Jetzt nehme ich einen von meinen Magneten. Und wer, huch, ich kann den jetzt auch nicht mit meiner Zange festhalten, sonst klebt er wieder. Ich muss den echt in der Hand halten, das ist echt blöd. Mann, vorhin ging das so gut und immer dieser Vorführeffekt, kennt ihr das? Aber macht nichts, ich habe ihn ja wohl gleich. So. Jetzt klebe ich den mir hier hin. Da. Und klebe jetzt ein Designerpapier drauf. Das mache ich mit Tombow. Ich habe es mit Snail probiert, aber irgendwie war das nicht so wirklich. Ihr könnt natürlich auch die andere Seite nehmen, ganz klar. Jetzt kleben wir hier, Vorsicht, dass das auch wirklich so, und bei Tombow kann man es eben halt auch noch mal eben kurz verschieben. Also gibt es doch gar nicht hier, so. So sieht das aus. So bleibt das jetzt auch, hoffe ich. Und die andere Seite könnt ihr so einkleben, ohne das. Da ein Magnet drauf kommt. Das macht ja auch keinen Sinn. So, die andere Seite werden wir auch so einkleben. Also ich habe es mit Snail gemacht, das hält nicht so Bombe, als wenn du das jetzt mit Tombow machst, muss ich ganz ehrlich sagen. So ist das wesentlich besser. So. So wird das dann aufgeklappt. Die können wir dann noch ein bisschen einbeulen. Das ist nicht ganz so. So, die anderen beiden kleben wir da auf. Entweder oben oder unten. Könnt ihr auch hier machen oder da machen, wo diese Rillen sind. Das heißt, da, wo wir gefalzt haben, können wir natürlich nicht die großen rauf tun,
weil dann wird sich das ja nicht mehr richtig knicken. So, ich tue sie jetzt mal unten, ihr könnt sie auch nach oben machen, das ist egal wie rum. Ihr braucht es auch gar nicht, also wie gesagt, das ist Deko. Ich finde es nur schöner, wenn da noch was drauf ist, sonst mir persönlich ist das zu langweilig. Das nächste Stück auch noch mal eben. Wie gesagt, ich habe beide jetzt unten gemacht, dann mache ich das andere natürlich auch unten. So. Ach, Tombow ohne Finger mag ich ja überhaupt nicht. So, jetzt klebe ich die volle Seite auf. Wie gesagt, es ist Deko, ihr könnt natürlich andere Deko nehmen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Und kleben das hier hin. So. Eben kurz festhalten, damit es auch richtig ansetzt. So. Und das letzte Stückchen noch. So. Wie gesagt, bei Tombow kann man noch ein bisschen herrufen. Snail ist doch ein bisschen unpraktisch dafür. Und Tombow hält auch besser wie Snail. Also irgendwie gucke ich heute schief. So. Das war jetzt auch ein bisschen schief, glaube ich. So, jetzt haben wir es aber. So sieht's gut aus. So soll es bleiben. Super. So, jetzt habe ich ja noch meinen anderen Magneten. Den einen, den habe ich ja hier drunter versteckt. Das fühlt man dann auch. So, und jetzt habe ich mir schon ein paar ausgestanzt. Und zwar habe ich mir ein Pfirsich pur und Jeans Blau, und zwar einmal den Flower Shop und einmal Petit Petals oder Petit Petals. Ich kann kein Französisch. So steht es da oben drauf. Einmal einblenden, dann wisst ihr, welches ich meine. Die beiden habe ich mir schon gestempelt, und zwar mit dem jeweils. Mit denen, ich finde die Blüte so toll. Und habe sie mir auch schon ausgestanzt. So, aber ich brauche noch ein paar blaue. Ich zeige euch eben, wie das geht. Falls ich so, ein paar habe ich mir einfach ausgestanzt. Ich habe mir immer so. Rösterweiß ist ja doch eine Hauptfarbe, die man eigentlich immer verbraucht. Und ich habe mir jetzt ein paar, ja, eine LP-Hülle. Wie gesagt, die verkaufe ich euch auch gerne, wenn ihr die haben wollt. Ich habe mir gleich einen Megapack geholt. Da verwahre ich unter anderem Reste sehr gut, so wie hier. Oder aber auch die Designerpapier kann man super da drin aufbewahren. Das große. Natürlich auch die kleinen, aber die großen perfekt. Da habe ich mir jetzt so ein kleines Stückchen Reststück rausgesucht. Und ich brauche noch ein paar von den kleinen. Weil das Prinzip ist im Endeffekt gleich. Das war die. So, dann nehme ich mir den kleinsten Dingspunkt. Wie heißt er noch? Den kleinsten Stempel. Acrylblock. Farbe Jeans Blau. Und dann stempel ich einfach nochmal so ein, zwei drauf los. Um euch eben zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. So. Jetzt habt ihr, das ist ja ein Stanzen-Set oder gab es im alten Katalog. Ihr könnt es immer noch bekommen, nicht mehr als Bundle. Dafür haben wir natürlich wunderschöne andere. Und jetzt müsst ihr gucken, dass das passt. Nicht immer passt das akkurat. Manchmal passt das sehr gut. Weil wenn ihr das jetzt seht, ich kriege das nicht wirklich jetzt so. Doch, bei dem geht das. So, weil wenn ich das jetzt andersrum schiebe oder so reinschiebe, dann kann sein, dass das überhaupt nicht passt. Und da gibt es einen Trick, den zeige ich euch auch gleich nochmal eben. So wie da zum Beispiel. Ach, Mann. Also es ist schon etwas tüftelig, andere Sachen gehen wahrscheinlich schneller, aber die Blüten sind so zauberhaft. So. Nur mal eben zur Info. Und zwar habe ich das bei dem noch nicht gemacht, aber bei den anderen habe ich mir hinten immer einmal so etwas markiert. Das habe ich bei allen gemacht.
Und so setze ich die dann drauf, wenn ich jetzt weiß, ich will diesen Stempel nehmen, dann setze ich mir den oben so drauf, sodass das Ding oben ist. Weil bei meiner Stanze habe ich das nämlich auch hier markiert, wie ihr sehen könnt, da. So dass ihr genau wisst, aha, da ist oben, so schiebe ich das dann rein, dann braucht ihr nicht so lange rumexperimentieren, ob das jetzt auch wirklich so richtig ist. Weil es geht nur zu einer Seite stanzen. Ihr könnt das, es ist so aufgebaut, ihr könnt das also nicht von jeder Seite stanzen. Dafür sind diese Einkerbungen hier mit der Blüte, die stimmen nicht dann überein. Nur ein kleiner Tipp von mir, so mache ich das. So, das haben wir jetzt erledigt. Jetzt müssen wir ja in irgendeiner Form noch den Magneten anbringen. Das heißt, der muss ja hier sein, wo der andere ist. Nee. War natürlich klar, war bei mir natürlich wieder der andere Pol. Ich habe immerhin Glück, das Glück. So, nichts ist. Er will nicht. Er will partout nicht, aber es macht nichts, der hat zu wollen. So, ich mache das eben kurz ab. So, und schnipp den drüber. Jetzt habe ich ja die Klebeseite zwar unten, das macht auch gar nichts, denn ich nehme jetzt einen Glue Dot. Wo habe ich den jetzt hinter? Mein Loch, Papierlochwerkzeug und verzichtbares Material. Das heißt, ich nehme da jetzt aber zwei. Da ich ja größere habe, nehme ich Teil 2. Damit das auch wirklich gleich an dem Blatt, wo auch immer, wo man das befestigt, an einer Blüte, an einem Blatt, das ist egal. Ihr müsst nur irgendwie was drin, wo ihr wirklich sagt, gut. Weil ihr müsst das andere Ende, dafür nehme ich dann wieder meinen Farbfluss, wirklich verbinden. Ich nehme jetzt mal einfach so eine Blüte und werde zwei davon, beziehungsweise drei, Blätter richtig mit Farbfluss nehmen und werde das auf die andere Seite kleben, nämlich hier drauf. Und hier diese Blüte, diese eine kleine, so, erstmal überlegen. Wenn man das jetzt nämlich aufmacht, habe ich mir gedacht, Gut, das ist jetzt der Vorführeffekt natürlich. So, das heißt, so, und da, den, da mache ich jetzt Folgendes drauf. Ich habe hier meine kleine, wie ist denn hier? Und man hat ja noch Reste über, dann nehme ich so ein kleines Stück, ich nehme diesen 1/2 Inch Kreis, Stanze, mache mir da einen Kreis drauf, nehme mir einen Glue Dot. Und werde diesen Glue Dot, ja, ich nehme zwei, ist besser, unten auf den Magneten setzen. So. Na, so ist die Haftkraft nicht mehr so da, wie es mal war. So. Jetzt könnt ihr ganz getrost, das ist jetzt ein bisschen holprig hier, so, könnt ihr jetzt ganz getrost eure, eure Blüten draufsetzen, ihr könnt Strasssteinchen, Schmetterlinge, wie ihr wollt, könnt ihr die jetzt fixieren hier. Dafür eignen, also ich mache das meistens mit Glue Dots, weil ich nur die Mitte immer das ist immer sehr praktisch. Die setze ich jetzt hier auf, ne? So dass ihr immer wieder rum. Vielleicht das mache ich dann lieber hier dran. Und so weiter. Also ich nehme jetzt zwei Farben, weil ich beziehungsweise. Nee. Ich glaube, ich bleibe bei Blau, aber es macht nichts. Die sind ja nicht weg. Und ich nehme jetzt auch noch zwei, drei kleinere. So, hier auch nochmal Glue Dots.
So, und den tue ich jetzt hier so hin. Dann habe ich noch kleinere Blüten. Die können zum Beispiel auch da reingeklebt werden. Mit der Menschnetz natürlich, geht immer. Etwas haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles dekomäßig, ist das jetzt alles Ansichtssache. Wie viel man verwenden möchte oder wie hoch das sein möchte, wie viele Blumen, welche Farben. Das ist euer ganz persönlicher Geschmack. So, ich klebe das jetzt so hier rein und mir reicht das jetzt erstmal. Das heißt, ich schiebe die anderen Sachen mal wieder darunter. Ach, der hat sich schon festgeklebt. Und jetzt habe ich mir ausgesucht aus dem Stempelset glasklare Grüße von Herzen, weil ich finde, wenn man so ein kleines Geschenk hat, das geht immer vom Herzen. Ich finde das total schön. Habe ich auch schon einige Projekte gemacht. Werdet ihr demnächst bestimmt noch einiges sehen von mir. So, dann nehme ich eben einen anderen Acrylblock. Ich glaube, das ist der B. Da ich jetzt natürlich alles in Jeansblau habe, werde ich natürlich jetzt auch das in Jeansblau stempeln. Dann nehme ich nochmal mein Reststück hier. Jeansblau, ich wundere mich schon. Das ist Anthrazitgrau. Da habe ich mich jetzt total, ich denke, wieso ist das so komisch? Weil man merkt es schon von der Oberfläche her. Macht nichts, einmal umdrehen. Hier liegt es. So, jetzt aber. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Anspruch nehmen, aber ich finde vom Herzen, das kommt immer gut. So, ich habe mich entschieden für die Stanze, was ist denn hier? Oval. Großes Oval, den gab es ja letztes Jahr. Gibt es nicht, aber ich gebe jetzt die Fremdes-Oval, die könnt ihr natürlich auch nehmen. Gar keine Frage. Weil das passt nämlich so schon rein hier. Und das finde ich so schön. So, jetzt brauche ich noch zwei Dimensionals. Und fertig ist unser Projekt. So. Mache ich hier oben einmal hin. So. Jetzt werde ich aber noch, überlege ich gerade, zwei Perlen in der Mitte hier reinsetzen. Einmal da. Das ist unser Perlen-Basic-Schmuck. Der kostet 6,25 Euro und ich glaube, da sind 100. 100? Muss ich hier rumlegen? Wo steht es denn auf Deutsch? Steht irgendwie nicht drauf, ich glaube 100 oder 150. Strass- und Perlenschmuck ist es, also sehr ergiebig, dass ich komme zu lange rein. So, jetzt können wir unsere Marmelade, die wir verschenken wollen. So, und schon habt ihr ein super tolles Geschenk mit einer super tollen Öffnung, die ich total süß finde. Ja. Und so kann man, natürlich kann man auch andere Sachen reintun, Süßigkeiten etc. Ich wollte ihm demnächst Marmelade, selbstgemachte Marmelade verschenken, da kommt mir das ganz gelegen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, mein Beitrag, den ich euch jetzt hier gezeigt habe, hat euch gefallen. Dann abonniert meinen Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was meine Videos angehen. Wie gesagt, ich habe noch eine Aktion laufen bis zum 20.08. Würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Weil eure Kreativität ist mir auch sehr wichtig und ich werde es auch belohnen. Wie gesagt, schaut euch das Video an. Es läuft jetzt auch noch Aktion von Stamping Up. Wie gesagt, am besten auf meiner Homepage vorbeischauen, die da lautet www.ulis-bastelstübchen.de. Stehen Kontaktdaten, alles drin. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit, beantworte ich euch natürlich sehr gerne. Wenn ihr bestimmte Produkte bestellen möchtet, immer her damit. Bestellungen könnt ihr jederzeit aufgeben oder auch als Sammelbestellung. Eine schöne Neukundenaktion habe ich auch wieder. Schaut vorbei und in diesem Sinne sage ich, bleibt kreativ, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Ulrike.